Willkommen zurück hier bei Octopath Traveler, der Demo-Version für die Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir uns ja mit dem Oliberg. Oh ja. Kurze Unterbrechung, wir werden von Dorf unser Dorf wird angegriffen. Von den Räubern aus den Bergen. Ja, wir sind der Oliberg. Kann man irgendwie betreiben? Gibt es irgendwie so ein Pausenmenü? Oliberic, so heißt er. Und wir haben verdammt viele Leben, muss ich feststellen. Ja, wir sind hier, wie gesagt, weiter auf der Suche nach dem Dorf. Nach den Räubern im Dorf. Das hier ist sogar unser eigenes Haus. Mal gucken, können wir da rein? Aber wir können nichts machen. Nun denn. Okay, wir können die Gangart wechseln zwischen schnell und langsam. Nun denn. Okay. Okay, da ist niemand. Und da sind die Räuber. Los geht's. That's right. Damn it! Look! I swear on my blade. Nun denn, dann lass uns mal den Helden raushängen. Na dann, die wollen aufgespießt werden. Sollen sie es versuchen. Warum haben die so ein cooles Artwork und wir nicht? Eieiei, jetzt kriegen wir richtig kassiert. Bam, weg. Hauen wir den mal mit den grünen Kappen weg. Kann doch nicht mehr so viel, oder? Jetzt krieg ich das. Zum Glück haben wir diese Flammen schon bekommen, ne? Frage ich, wie viel hält der denn bitte schön noch aus? Das kann ja wohl nicht mehr. Geht doch. Haben wir ihn schon mal weggebrochen, gefruchtet, kann man das so sagen?
Komm, jetzt müssen wir wieder ein Objekt nehmen. Cooler Heldraube. Cool, das hat er selbst nicht überstanden, das ist doch schon mal sehr cool. Jetzt auch nichts mehr auf. Da kriegst du jetzt auch nur noch laufenden Band, was auf die Spitze geht. Und Level-Aufstieg. Richtig gut. Besser kannst du ja gar nicht mehr laufen für uns, ne? Und ein Objekt halten? Natürlich nicht. Ach, schade. Du. Da rennt er weg, wie so ein feiges Hühnchen. Oh nein, der arme Junge, den wir doch gerettet haben. I see. Doch. Wir What? Gehen hin. War ja klar. Wahrscheinlich ist er der Bösewicht, der Anführer der Banditen. As you wish. I swear on my blade. Oder der Junge ist der Anführer der Banditen. Das sind so Sachen, die man sich so. Okay. Wo kann ich jetzt hier speichern? Irgendwas von Speicher. Na, wahrscheinlich, weil es die Demo ist, noch nicht speicherbar, ne?
Well met. Doch, und zwar hier. Na, dann tun wir das auch mal eben schnell. Zack. Erfolgreich gespeichert. Burke, Sir. Ja. Was soll uns schon passieren? Wir haben weder Geld. Oder wir haben Geld. Wir sind voll geheilt. Kaufen. Ja, bringt das was? Ja, das würde was bringen. Ja, komm, wir kaufen nur eine Sache und dann bringt das nichts mehr. Oder wir kaufen einfach ganz viele davon. Ja. Gut. Dann. Das ist nicht der Weg. Dann kann nur das der Weg sein. Ist das verwirrend? Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich schon sehr strukturiert, linear, das Ganze hier. Das ist wieder so ein Wanderer sitzen. Ah, ja, komm. Tu's doch mal. Plopp. Selbst den könnte man zum Duell rausholen. Hey. Noch eine Heiltraube. Sehr gut. Da können wir nie genug von haben, finde ich. Guckt euch doch mal diese Grafik an. Ist das nicht atemberaubend? Oh Gott, was seid ihr denn? Was seid ihr? Eine Übelratte. Batsch weg. Komm, wir versuchen mal die Boostpunkte so voll wie möglich zu kriegen. Ich sehe, ob das irgendwie noch eine andere Auswirkung hat. Oh, Mann. Wo ich mal alles auf einen setze. Vollen 6. 5. Entschuldigung. Ah, okay. Heiltraube. Eine Heiltraube könnten wir uns ja nochmal gönnen. Man kann nur maximal 4. Na dann. Dann wissen wir Bescheid, ne? Fertigkeit. Guck mal, da sind ja noch so ein paar. Ja, komm. Warum habe ich sowas nicht vorher verwendet? Warum? Probieren wir jetzt einfach mal alles aus. Ich hätte das gleich von vornherein machen können. Toll. Aber gut, dass wir das irgendwie mal rausgefunden haben. Das macht das ganze Spiel noch viel interessanter. Schade, keine Objekte dafür bekommen. Nun gut, wir wissen nicht, wo wir hin müssen, nur dass wir wissen, dass es irgendwo eine Truhe gibt, die wir für... Truhe. Eine Heiltraube. Ja. Blendend.
glaube ich, hier waren wir schon, ne? Ja. Also wir sind im Kreis gelaufen, richtig gut. Was seid ihr denn? Wie heißt ihr? Rockadillo. Yeah. Okay, dann probieren wir nochmal ein paar unserer Fähigkeiten aus. Schwach. Haben wir was noch mitgekriegt? Toll, mit welcher Waffe muss ich den denn angreifen? Muss ich vielleicht so machen? Einfach mal jede Fähigkeit mit ausprobieren und zu gucken, einfach was sie bringt, was man damit anstellen kann. Das war so. Anscheinend müssen wir gegen die. Mit dem Speer bekämpfen, weil das Schwert nicht so viel Schaden auf die macht. Habe ich so das Gefühl. Nochmal so ein Speerspitzenangriff. Das hier. Du so kleines. Was auch immer du sein darstellen möchtest. Oh, ich habe mich mit du. Oh. Der kann jetzt doch nicht mehr so viel leben, oder? Geht doch. Und schon wieder ein Stufenaufstieg. Richtig gut. Wir finden noch diese Höhle in diesem Part, habe ich so das Gefühl. Da ich nicht nach unten kann, muss ich ja nach oben. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie weit diese Demo überhaupt geht und... Let us fight with honor. How about you? Dieses Fall ist schwach gegen Speere. Okay. Das hier. Ich der schwach allgemein. Und die Ratten sind gegen Schwerter schwach. Haben wir auch schon rausgefunden. Horizontal war alle gegen das Baumelden. Wie kriegt er das hier? Ich würde gerne angreifen. Wenn man den Bogen raus hat bei dem Kampfsystem, ist das Spiel echt. Es macht Spaß. Und es ist einfach mal was anderes. Wenn man es so mit anderen rundenbasierenden Kämpfen vergleicht, wie zum Beispiel Final Fantasy X oder. Ja. Es wirkt einfach, als ob es was Neues ist. Und das ist wieder richtig gut. Nun gut, wir haben jetzt gespeichert, sind kurz vor der Höhle. Doch was uns dort erwartet, werden wir im nächsten Part herausfinden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.